Auf welchem BJJ-Gürtelniveau bewegt sich der Bodenkampf von einem Judo Black Belt? Das ist eine mega gute Frage. Und die Antwort ist irgendwo zwischen Blaugurt und Black Belt. Weil es kommt mega fest auf den Judo Black Belt an. Weißt du, es gibt Judoka, die haben einfach furchtbaren Bodenkampf. Die machen fast nur Stand-Up. Ein guter Freund von mir, der ist unglaublich gut im Judo. Der hat die besten Fußfege, die ich je gesehen habe. Der hat richtig unglaublich gutes Judo. Aber er mag einfach Bodenkampf so ganz und gar nicht. Und er verachtet das. Er hat immer noch guten Bodenkampf. Der hat irgendwo fast 40 Jahre Judo-Erfahrung. Also der ist gut. Und es gibt halt deshalb auch Judoka, die sind noch besser. Die sind richtig super Wettkampf-Judoka. Und deren Bodenkampf ist quasi nicht existent. Die üben das nicht. Und umgekehrt gibt es halt auch Judoka, die sind Nähwasser-Spezialisten. Es gibt sogar Judo, das spezialisiert auf den Bodenkampf ist. Mir kommt jetzt der Begriff nicht gerade in den Sinn. Egal. Und dort gibt es also auch Judoka, die haben Black Belt BJJ Bodenkampf-Level. Das gibt es. Ist halt seltener. Ich denke, die meisten sind irgendwo zwischen gutem Blaugurt-Level und vielleicht Purple Belt-Level. Von der Kampfstärke her und von der technischen Ausstattung her meistens so ungefähr Blaugurt-Level. Das reicht halt eben auch für die meisten Dinge. Um besser zu sein am Boden, das ist fast nur nötig gegen Bodenkampfspezialisten. Gegen alle anderen ist Blaugurt-Level ist vollkommen ausreichend. Vor allem von der technischen Ausstattung her mehr als Blaugurt-Techniken brauchst du fast nie. Und wenn du dann diese mit genügend Proficiency machst, mit dem Level eines Competition Blaugurts zum Beispiel, dann mehr braucht es fast nie.